Der Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika auf die Welt ist kaum zu überschätzen. Wir alle können ihn spüren. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen, wie sich dieser Einfluss im Leben der normalen Menschen widerspiegelt. Welche Werte werden uns aus den USA vermittelt? Passen diese Werte zu uns? Und was können wir tun, wenn diese Werte eben nicht zu uns passen? Genau diese Frage scheint immer wichtiger zu werden. Mein Name ist Uwe Sauermann. Seit Jahrzehnten drehe ich Dokumentarfilme, oftmals aus Krisen- und Kriegsgebieten. Ich war mit meinem Team unter anderem in Afghanistan und im Irak unterwegs. Meine Dokumentationen wurden im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auf privaten Kanälen gezeigt. Für mich als Dokumentarfilmer stand und steht immer eines im Vordergrund: den Zuschauern ein Fenster zur Realität, zur Wahrheit zu öffnen. Und zur Wahrheit gehört auch, die Amerikaner waren stets Teil der Krisen und Kriege, über die ich berichtete. Grund genug für mich, danach zu fragen, wie sich die US-amerikanische Präsenz eigentlich auf meine Heimat, Deutschland und auf Europa auswirkt. Die USA sehen sich selbst als das Bollwerk der Demokratie an. Aber ist die Demokratie dort wirklich lebendig? Wofür stehen die USA eigentlich? Ich möchte mit diesem Programm niemanden bevormunden. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Aber eins ist klar, ich nehme nicht die Perspektive der USA ein, denn wir sind keine Amerikaner, sondern Deutsche und Europäer. Trotzdem versuche ich, so objektiv wie möglich zu bleiben. Das Ende der 80er Jahre. Die Sowjetunion bricht in sich zusammen. Die Zeit einer bipolaren Ordnung, in der es nur zwei Supermächte gab, die USA und die UdSSR, geht zu Ende. Der US-amerikanische Philosoph Francis Fukuyama hat ein eindringliches Buch geschrieben, Das Ende der Geschichte. Fukuyama behauptet darin, dass am Ende nur noch die westliche Demokratie übrig bleiben wird und diese werde sich ständig weiterentwickeln. Fortgeschrittene Länder mit liberalen Demokratien würden sich nach den Prinzipien der Gleichheit richten. Sie würden nicht untereinander kämpfen oder gar eine Vorherrschaft anstreben. Aber ist das wirklich so? Steffen Kotry sitzt für die größte deutsche Oppositionspartei, die Alternative für Deutschland, im Deutschen Bundestag. Kotry beschäftigt sich vor allem mit Fragen der deutschen Energieimporte und damit auch mit der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2, die derzeit heftigen Angriffen aus den USA ausgesetzt ist. Herr Kotry, welche Rolle spielen die USA und die NATO für die Politik Europas und Deutschlands? Und welche Rolle spielt Russland dabei? Ja, wir erleben ja schon seit Jahrzehnten, dass die USA sich in der Rolle des Weltpolizisten gefallen. Und darüber hinaus jetzt zum Beispiel bei Nord Stream 2 das Völkerrecht mit den Füßen treten. Aber nicht nur bei Nord Stream 2, das ist jetzt der aktuelle Anlass. Aber wenn wir mal zurückschauen, Syrien, ne? Völkerrechtswidriger Einmarsch etc. mit vielen anderen Dingen auch. Wir sehen, dass die USA hier eine unheilvolle Rolle spielt, sich nämlich in die Angelegenheiten anderer Völker mischt. Und Deutschland handelt leider nicht souverän, obwohl Deutschland souverän handeln müsste. Und insofern ist Deutschland hiervon leider betroffen. Und Folge dessen ist, dass Deutschland mitmacht, Russland vors Schienbein zu treten. Wir Deutsche haben sehr gute Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Russland gehabt. Wir Deutsche haben damals Putin 2006 eingeladen zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und da hat Putin ja gesagt, er will zusammenarbeiten. Und das alles wurde torpediert, nicht zuletzt durch die USA. Und Deutschland macht da wie so ein Schoßhündchen mit. Und das ist eben schlecht. Und wir sollten im Gegenteil Russland einbinden, Sicherheitspartnerschaft, weg mit den Sanktionen und viele, viele andere Dinge auch auf den Weg bringen. Aber kann denn Deutschland überhaupt souverän handeln? Deutschland kann nicht nur souverän handeln, sondern muss es auch. Nun gibt es immer wieder Einwendungen, wir hätten zu viele Verpflichtungen oder es gibt noch keinen Friedensvertrag. All diese Dinge sind richtig, aber
wer souverän sein möchte, der wird es auch durch souveränes Handeln. Wenn uns Verträge stören, dann kündigen wir die. Es geht einzig und allein darum zu handeln. Und das tut Deutschland leider nicht. Ich habe es eben am Beispiel von Nord Stream 2 ja selbst erlebt. Ich habe die Kanzlerin, ich glaube vor anderthalb Jahren, ich glaube das war so November 19, gefragt, ja was tut denn Deutschland nun, um Nord Stream 2 durchzusetzen, um diese unheilvolle völkerrechtswidrige Sanktionspolitik der USA zu begegnen und zu bekämpfen. Denn die USA mischen sich gerade bei Nord Stream 2 in ein bilaterales Wirtschaftsprojekt ein, nämlich zwischen Deutschland und Russland. Und da sagte sie, reden. Sie sagte, reden? Sie sagte, reden. Nur wir wissen alle, dass das nicht hilft und sich die US-amerikanische Führung natürlich dann die Hände reibt und sagt, ja, da müssen wir gar nichts machen. Und wir haben es auch selbst im Ausschuss des Deutschen Bundestages erlebt. Der Altkanzler Schröder hat ganz klar gesagt, jetzt müssen Gegensanktionen her. Und das werfe ich eben der deutschen Regierung vor, dass sie nicht souverän handelt. Sie müsste handeln, sie müsste ganz klar hier schon Maßnahmen skizzieren. Im Prinzip also den Knüppel auf den Tisch legen, auch wenn man ihn nicht benutzt. Aber das tut Deutschland seit Jahrzehnten nicht und damit wird Deutschland in eine unsouveräne Rolle gedrängt durch die Bundesregierung und das ist falsch. Deutschland müsste souverän handeln und dazu gehört eben eine souveräne Außenpolitik und endlich mal die vollumfängliche Vertretung deutscher Interessen. Manfred Kleiner Hartlage. Er ist Sozialwissenschaftler, Publizist und bekannt für seine scharfen Analysen. Unter anderem schrieb er das Buch Neue Weltordnung, Zukunftsplan oder Verschwörungstheorie? Herr Kleiner Hartlage, Sie sind in Deutschland ein bekannter Globalisierungskritiker und Sie haben ein Buch geschrieben, Die Neue Weltordnung, Zukunftsplan oder Verschwörungstheorie. Welche Absicht verfolgen denn die USA in Europa und in Deutschland? Die Frage muss man auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist die Ebene der klassischen Großmachtpolitik und Geopolitik, bei der sich die USA, wie viele andere Länder auch, von der klassischen Theorie von McKinder leiten lassen. Danach geht es einem Staat, muss es für eine Großmacht in der Position der USA darum gehen, die sogenannte Weltinsel mit dem Kern Europa und Asien zu kontrollieren. Um das zu erreichen, sind zwei strategische Zwischenziele erforderlich. Das eine ist die Trennung Russlands von Europa, also die Isolierung insbesondere Deutschlands und Russlands voneinander und die Kontrolle Osteuropas. Das ist das, was wir jetzt in der Politik der USA gegenüber Russland auch beobachten können. Das ist der Hintergrund für die antirussische Hetze in praktisch allen westlichen Medien. Die andere Ebene erschließt sich, wenn wir von dieser Großmachtpolitik weggehen und das globale politische System etwas allgemeiner betrachten. Wir haben ja seit mindestens 100 Jahren eine deutliche Tendenz zur Auswanderung der politischen Macht aus den legitimierten staatlichen Gremien hin zu informellen Machtstrukturen. Diese Strukturen dienen dazu, weil sie eben von unten schwer kontrollierbar bzw. überhaupt nicht kontrollierbar sind und auch sich der Öffentlichkeit entziehen, sind die Spielwiese, in der eine global herrschende Klasse ihre Interessen durchsetzen kann. Wenn ich herrschende Klasse sage, dann meine ich im Wesentlichen die Letzteigentümer, die wenigen hundert Letzteigentümer der miteinander verflochtenen großen internationalen Konzerne und die ihnen zuarbeitenden Funktionseliten, Manager, Politiker und so weiter. Es ist Frühjahr 2021 und auf diesem Platz herrscht Maskenpflicht. Wegen des strengen Corona-Regiments in Deutschland ist es uns leider nicht möglich, alle Gesprächspartner persönlich aufzusuchen oder sie zu bitten, hierher zu kommen. Aber glücklicherweise gibt es das Internet. Und darüber können wir uns dann doch unterhalten. Und das müssen wir auch, denn die Fragen sind wichtig. Thor Kunkel ist ein bekannter und preisgekrönter deutscher Filmemacher, Autor und PR-Spezialist. Aber auch einer, der stets mutig Stellung bezieht. Herr Kunkel, kann man eigentlich von einer Amerikanisierung Deutschlands und Europas sprechen? Und wenn ja, wie zeigt sich eine solche Amerikanisierung? Die Frage kann man kurz und bündig mit Ja beantworten. Wir stehen in Europa, vor allem in Deutschland, vor vollendeten Tatsachen.
Die Amerikanisierung ist weitgehend abgeschlossen. Man kann sagen, durch die digitale Kommunikation ist eine neue Phase eingetreten, wo nun eher Globalisierung im Vordergrund steht. Der Begriff Amerikanisierung kam ja erst in den 60er Jahren so richtig hoch, weil man gemerkt hat, es findet im Land ein Kulturtransfer statt. Und bei einem Transfer gibt es immer eben einen Sender und einen Empfänger. Und man muss sagen, dass dieser Transfer bis heute sehr einseitig geblieben ist, dass sich aber heute niemand mehr an der Tatsache stört, dass in Deutschland quasi ausschließlich amerikanische Filme laufen. Zumindest kann man nicht von einer wirklich eigenständigen und relevanten deutschen Filmindustrie sprechen. Schauen wir nach Cannes, wenn wir immer wieder feststellen, dass da kaum irgendein Film eine Auszeichnung bekommt. Diese Art der Amerikanisierung sehen wir auch hören wir auch an der Sprache in der Hauptstadt Berlin, die eigentlich ja nie eine Hauptstadt war im Sinne wie London, eine typisch britische Metropole und somit auch eine Repräsentanz eines selbstbewussten Großbritanniens war. Also in Berlin findet man selbst im Straßenbild Hinweise auf diese Amerikanisierung. Geht man über die Prachtstraße, Friedrichstraße oder unter den Linden, muss man sich nicht wundern, wenn man dort auf den Begriff Upper East Side Berlin stößt, übrigens in Stein gemeißelt. Alles Spuren, dass Deutschland amerikanisiert wurde. Und zwar gründlich amerikanisiert wurde. Dr. Johannes Hübner war für die österreichische FPÖ für Außenpolitik, Europa und Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Dr. Hübner gilt als Experte für Außenbeziehungen und als kompetenter Kritiker der US-Präsenz in Europa. Herr Dr. Hübner, die USA und ihre europäischen Verbündeten behaupten immer wieder, die US-Präsenz in Europa sei wichtig für den Schutz Europas. Stimmt das tatsächlich? Ja, das ist nach außen hin der Sinn und Zweck. Also das, was kommuniziert wird nach Europa und auch weltweit, ist der Schutz Europas. Nicht umsonst werden ja selbst Sanktionsgesetze, die sich gegen Europa richten, als Schutzgesetze tituliert. Das beste Beispiel ist also das Gesetz Protect Europe's Energy Act vom vergangenen Jahr, mit dem die Sanktionen gegen teilnehmende Firmen am Nord Stream 2-Projekt umschrieben werden. Dahinter steht natürlich die amerikanische Großmacht und ihre Interessen. Der Erhalt der amerikanischen Besatzungstruppen, die ja in einem Kontinuum seit 1945 unter verschiedenen Titeln in Europa stationiert sind und die zwei Dinge brauchen. Erstens einmal ein Bedrohungsszenario. Das ist derzeit Putin, nicht so sehr Russland, aber Putin persönlich, der gefährliche, kriegslüsterne Präsident. Und das ist auf der zweiten Seite ein Narrativ, wie die Erzählungen so schön heißen in unseren Medien, das den europäischen Staaten genügt, um ihre eigene Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass nur Amerika diesen Schutz gewähren kann. Beides ist vorhanden und dadurch ist das amerikanische Imperium als Schutzmacht in Europa präsent. Ich will nicht sagen, dass man das auf eine Stufe stellen kann mit den diversen Protektoraten, die wir in Europa in den Zeiten 38 bis 45 gesehen haben. Aber es hat schon gewisse Anklänge an dieses System. Können sich die Europäer ohne die Amerikaner eigentlich nicht selbst schützen? Das ist natürlich absurd geradezu, allein wenn man die Militärbudgets der Bösen und der Schutzbedürftigen vergleicht. Also das Militärbudget der Russischen Föderation liegt irgendwo zwischen 80, 90, 95 Milliarden Dollar im Jahr. Das Militärbudget jeder einzelnen europäischen Großmacht, wobei jetzt Frankreich, England und Deutschland als eine solche sehe, liegt in ähnlicher Höhe. Das Militärbudget der Vereinigten Staaten liegt weit jenseits der 700 Milliarden Dollar Grenze, also fast beim Zehnfachen des russischen. Allein diese Budgets zeigen, dass ein Schutzbedürfnis Europas nicht besteht, abgesehen davon, dass kein Szenario auch nur in Ansätzen erkennbar ist,
nach denen Russland plant, sich in den Westen zu erweitern, westliche Staaten zu okkupieren. Die Vorgänge in der Ukraine, die als Indiz dafür gewertet werden, dass solche Pläne existieren, haben ein ganz eigenes und spezielles Hintergrundbild. Das ist einfach der ethnische Konflikt zwischen der russisch- und ukrainischsprachigen Bevölkerung in diesem Land. Das ist der Konflikt um die Krim, die in den 50er Jahren einfach der Ukraine zugeschlagen wurden und dergleichen. Solche Konflikte gibt es mit anderen Ländern, wenn man von den baltischen Staaten absieht, nicht. Im Baltikum gibt es potenziell natürlich durch die große russische Minderheit, vor allem in Lettland und Estland, ein solches Problembild, aber bisher gibt es keine Hinweise, dass die Russische Föderation in irgendeiner Weise daran interessiert ist, die baltischen Staaten zu destabilisieren oder sie gar teilweise zu okkupieren. Diese Fragen haben alle ihre Berechtigung. Wird Europa wirklich von den Vereinigten Staaten geschützt? Michael Springmann ist US-Amerikaner und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Goodbye Europe. Auf Wiedersehen, Europa. Er ist ein ehemaliger, hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums und er ist Diplomat. Herr Springmann, in Ihrem Buch Goodbye Europe, Hello Chaos, Merkel's Migration Bomb, stellen Sie eine interessante These auf. Washington destabilisiert die Regionen rund um Europa. Die Migrantenwellen, die dadurch ausgelöst werden, bewegen sich dann nach Europa. Warum verfolgen die USA eine solche Politik, wo doch die Europäer offiziell ihre Partner und Verbündeten sind? Well, in my book, in the German translation, Überrollt, Europa, Deutschland und die Migrantenkrise, I go into some detail about how the United States, with its forever war in South and Southwest Asia and North Africa, have destabilized, deculturalized, and destroyed all of the countries in the area because of their opposition to the United States and the apartheid entity of Israel. The intelligence services of the United States and other countries have driven these refugees, migrants, whatever you want to call them, into Europe. And they destabilize that region of the world. They have indigestible lumps of people without language, without cultural background, without any form of fitting into Europe whatsoever. This is intended to weaken Europe, to eliminate possible competition for the United States, and it enables the United States to freely intervene in the affairs of Europe, sending air, naval, and land forces into the Balkan states to threaten Russia, increasing American soldiers' presence in Germany and moving them eastwards, hopefully into Poland, to further threaten the Russian country. And the United States is using these forces also in the threats of joining NATO to move forces into the Ukraine when it is threatening again another war with Russia. Die USA sehen sich selbst als Leuchtturm der liberalen Demokratie. Aber wie ist es eigentlich um die Demokratie in den USA selbst bestellt? Well, we can say that thanks to the last election and the last 4 years of the Trump administration, at least, if not longer, American democracy has disappeared. The news site, American Herald Tribune, was shut down in the United States as a result of the Federal Bureau of Investigation and Israeli pressure. Werfen wir einen Blick auf die Ukraine. Heute regiert im Weißen Haus ein Präsident, der gemeinsam mit seinem Sohn in sehr fragwürdige Geschäfte in der Ukraine involviert gewesen sein soll. Was hat es damit auf sich? Well, questionable activities is a mild statement. Joseph Robinette Biden Jr., now president, went to the Ukraine 5 times in 3 years when he was vice president during the Obama administration, in the last 2 years of that administration. He went there to threaten the Ukrainian government, demanding that they either remove this fellow Slotkin, who was prosecuting crooked activities, in particular to Burisma Holdings, which was employing his son Hunter at some outrageous sum of some $50,000 a month
when he had no idea the first thing about energy holdings or oil or natural gas or anything else. So this was a threat. When Donald Trump threatened to withhold money from the Ukraine for military purposes, he was roundly and viciously attacked by the Democratic Party, the party of Joseph Biden. His son Hunter, granted fathers like to protect their sons and sons like to protect their fathers, but in this case, Hunter Biden was an out-and-out crook. He was taking money and using his position as the son of the vice president and now the son of the president to promote connections between the Ukraine and Ukrainian companies and Ukrainian political officials with the United States to get them favorable advantages, to get them money in their pockets. The United States has spent hundreds of millions of dollars in so-called military hardware in the Ukraine, which is obviously reinforcing the President Zelensky's efforts to begin another war with Russia, because he doesn't like the fact that Russia has taken over part of his country, because that part of his country which was taken over by vote of the native inhabitants was Russian. Hunter Biden is a man who has done drugs. There are supposedly photographs of him taking hits off a pipe full of opium or some substance and smoking it. It's Hunter Biden who had a lot of these dirty criminal dealings detailed on his laptop computer, which he left for repair and forgot about it. And when people started to investigate this and ask what was on the computer, this immediately was dropped. The New York Post had articles on it. They were simply wiped out. And the mainstream media, or maybe we can call them the lamestream media in the United States, made this story disappear. Another example of why there is no democracy in this country. Die Ukraine ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Gerade in der Hauptstadt Kiew versuchen die Amerikaner, ihren Einfluss weiter auszuweiten. Werfen wir doch mal einen Blick dorthin. Die Ukraine verließ wie viele andere Sowjetrepubliken 1991 die UdSSR. Damals war sie ein reiches osteuropäisches Land mit einer entwickelten Industrie, der zweitgrößten Armee Europas, einer Bevölkerung von 50 Millionen und keinerlei Schulden. Doch die von der Ukraine geerbten Ressourcen verbrannten allmählich. Fabriken wurden verkauft, in den Bankrott getrieben und geschlossen. Im Jahr 2014 erschütterte das Land der sogenannte Maidan-Protest. Hier haben die USA ihre Beteiligung nicht einmal verheimlicht. So sprachen die US-Senatoren John McCain und Christopher Murphy zu den Demonstranten auf dem Maidan und unterstützten sie im Namen der Vereinigten Staaten. Wir haben uns auch mit dem ukrainischen Oppositionspolitiker Andrei Derkach unterhalten. Derkach spricht im Zusammenhang mit der US-Korruption in der Ukraine von Demokorruption. Das Wort setzt sich zusammen aus Joe Bidens demokratischer Partei und Korruption. Im Gespräch berichtet Derkach darüber, wie sich immer mehr Beweise und Belege einer systematisch betriebenen Korruptionsmaschine bei ihm ansammelten. Glaubt man dem ukrainischen Politiker, kennen wir bis heute nur die Spitze des Eisbergs. Я хотел бы обратить внимание, что все вопросы, которые мы обсуждаем, в том числе эти расследования, это прежде всего вопросы, связанные с украинской действительностью, с коррупцией на территории Украины. Вот у вас есть таблица Democorruption. Интересный документ, как он появился. Просто когда к нам пришли и начали приходить люди, правоохранители, журналисты, приносить документы, и когда мы начали включать в работу адвокатов, появилось такое количество кейсов и такое количество документов, что мы сами начали путаться. И сначала мы сделали эту таблицу для внутреннего потребления. А когда мы увидели масштабы коррупции, то мы просто все вместе с участием журналистов приняли решение ее опубликовать. Так вот эта таблица, это было самое страшное, что в первую очередь блокировали в Ютьюбах, в Гугле и в Фейсбуке. Не вопросы, связанные с Байденом, Хантером, его похождениями, наркотики, проститутки за деньги, которые украдены у украинского населения. А именно вот эту таблицу Democorruption, где показан глобальный подход, когда страна берется во внешнее управление,
а президенту разрешают воровать. Вот такая схема работала, когда работал и курировал историю Украины Джозеф Байден. Das System dahinter? Ukrainisches Geld wird über eigens installierte Kanäle in die Taschen korrupter ukrainischer und amerikanischer Diplomaten und Politiker geleitet. Поэтому мы им всегда говорим, дорогие наши стратегические партнеры, при Януковиче украдено порядка 6,5 миллиардов. При Порошенко, по оценкам разных специалистов, с помощью той же ICU, Гонтаревой и всех его подельников было выведено не менее 8 миллиардов, которые в том числе обращаются в вашей юрисдикции. Верните нам 15 миллиардов и оставьте себе свои санкции. Это то, что касается вопроса вовлеченности. А там большое количество. Это кормушка, это схема для заработка бывших дипломатов, вот, для бывших чиновников, которые работают как в Украине, так и на территории Соединенных Штатов. Я на этой неделе подписал один из запросов на регистрацию криминального производства по так называемой эстафетной палочке коррупционной. Когда была компания Технова, в которой работал Злачевский, представители Порошенко, они арендовали 4 ТЭЦ. Андрей Деркач will, dass die ukrainischen Behörden endlich in dieser Sache ermitteln. Immerhin gehe es um den Ausverkauf seines Landes. Im Zentrum seiner Nachforschungen steht eine Firma mit dem Namen Technova, die im Energiesektor tätig ist. То, что они делают из страны колонию по схеме, это сегодня происходит через приватизацию менеджмента и через возможность для руководства воровать по отдельным схемам, а за это страну отдают во внешнее управление. Um zu verstehen, was die USA in Europa und vor allem in Osteuropa planen, lohnt sich ein Blick auf den Euromaidan in Kiew im Jahre 2014. Wir sprechen mit Mikhail Pokrebinski. Er ist ein bekannter und renommierter ukrainischer Analyst und er war sehr nah dran an den Ereignissen am Euromaidan. Sie haben den Euromaidan 2014 persönlich miterlebt. Wie sehr waren da eigentlich die USA involviert? Vielleicht können Sie uns erzählen, was damals in der US-Botschaft vor sich ging. Der Name Viktoria Nuland taucht in diesem Zusammenhang ja immer wieder auf. Когда у нас начались события, первые события Евромайдана, я просто созвонился с политическим советником американского посольства и договорился, что меня примет посол. Это было вскоре после того, как украинские националисты, ну, начали ломать памятники Ленину и потом захватили украинскую мэрию, киевскую мэрию. И я вот после этого захвата через несколько дней договорился о встрече с американским послом. Я спросил, как посол относится к тому, что захватываются административные здания представителями националистического актива. На что он сказал, это совершенно недопустимо, этого нельзя допускать, это неправильно и так далее. И тогда я сказал, хорошо было бы, если бы публично вы об этом заявили. На что я услышал ответ, который как бы как раз объясняет как бы все, что происходило. Вы знаете, да, я так считаю. Более того, я вам могу сказать, что когда они ко мне сюда приходят, я им всегда говорю, что это нехорошо так делать. Ну, я улыбнулся. Он, наверное, понял, что он что-то не то сказал. И на этом наша беседа закончилась. В посольстве Соединенных Штатов фактически был такой, ну, мне не очень нравится слово «штаб», но это было как бы такое ключевое место, где встречались активисты Майдана, где принимались разного рода решения и получили поддержку, в том числе и финансовую. Это уже было... Люди этого не скрывали, те, которые как бы победили. И вот эта победа в 2014 году, это был элемент как бы закрытия темы раскола, значит, страны, или я бы так сказал, раскол все равно сохранился. Но закрытие темы возможного колебания в сторону, как бы, вот как было Ющенко, а потом Янукович. Нет, она, как бы эта форточка закрывалась, поскольку с этого момента никакие важные ключевые решения в кадровом, прежде всего в кадровом вопросе, прежде всего в силовых структурах,
службе безопасности Украины, как бы Совете национальной безопасности и обороны, в том, кто будет президентом после Майдана, а кто будет, ну, известные слова Виктории Нуланд, которая в разговоре с послом, значит, этот был прослушал этот разговор, потом, значит, он был опубликован, где она говорила, кто должен быть президентом, а кто должен быть... Тогда был шанс по рейтингу у нашего мэра, исключительно человека без всяких мозгов, да? Но вот она посчитала, что, ну, боксер, ну что тут говорить, он выдающийся, гениальный боксер, но, конечно, человек, который два слова с третьим связать не в состоянии. Тем не менее, она это понимала, и ее вполне устраивал как президент Порошенко, а как премьер Яценюк. И она фактически об этом открыто говорила. А не открыто, она говорила это в разговоре с своим послом, который был прослушан, а потом предоставлен в обществу. И когда, ну, известно было, что немцы, в общем, делали ставку на Кличко. И он такой популярный человек в Германии. И они хотели его, да? И когда посол, насколько я помню, вот эти детали не важны, ну, в общем, дал понять, что там как бы в Европейском Союзе другое мнение на этот счет, на что Виктория Нуланд сказала, что пусть они идут нахуй, значит, Европейский Союз, да, это не их проблемы. И так прямо это как бы появилось как замечательный разговор нашей замечательной Виктории Нуланд, имя, которое связано с печеньками, которые она раздавала на Майдане. Dr. Mateusz Piskorski ist polnischer Politikwissenschaftler und Politiker. In seinem Heimatland Polen gilt Piskorski als besonders scharfer Kritiker der US-Präsenz. Und das bei einer Regierung, die Washington quasi regelmäßig einlädt, neue US-Stützpunkte einzurichten. Herr Dr. Piskorski, seit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes rücken sowohl die NATO als auch die EU immer weiter nach Osten vor und mit ihnen auch die Amerikaner. Welche Konsequenzen hat dies für die osteuropäischen Staaten? Central European countries are dragged into the realization of, let's say, aggressive geopolitical plans and the agenda of the US. I think that they are no more European in terms of their political culture, in terms of their geopolitical and international identity. They are becoming more and more close to the United States, although they are not members of the Federation of the United States, but they are members of the European Union. So that's a paradox that on the one hand, one country which was representing the interests of the United States in Europe, in the European Union, has already left European Union, but on the other hand, we have another agents, I would say five agents of US interests in Europe, in continental Europe, which means Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania, unfortunately. So I would say that the US presence in the Central European region, first and foremost, brings all those countries to act contrary to their own economic interests, which means to support all the sanctions against Russia and all other countries here. Second, it makes the region of Central Europe more and more dangerous. I mean, those are the countries which are destabilizing the situation in the post-Soviet area. We can mention here particularly Poland, which is used as an instrument to destabilize the situation in Ukraine, in Belarus. The same goes for Lithuania. Lately, Lithuania was a leading country when it comes to the, let's say, the plan of color revolution in Belarus in 2020. So those countries are mere instruments of US policy, which is in a harsh contradiction with their own interests, their economical, political, and even military, even defense interests.
Was bedeutet die US-Präsenz in Osteuropa eigentlich für die Freiheitsrechte, auch für die individuellen Freiheitsrechte? Since the military and intelligence presence of US has strengthened here in the region, we are witnessing a lot of repressions, political repressions against all those who contest the American presence, against all those who contest the instrumentalization of Central European countries by the US. So we can tell that the US presence brings actually the end of democracy, the end of freedom of speech, and practically a kind of authoritarianism, which is very similar to the history of Pinochet in Chile or other authoritarian regimes which had been supported by the US in the past. Sie gelten als Experte für die Vorgänge in der Ukraine 2013-2014, dem sogenannten Euromaidan. Was machte den Umsturz in Kiew eigentlich erst möglich? Spielte auch hier Washington eine Rolle? We can really admit that the US soft power instruments in such countries appear to be very effective and thus very dangerous for Europe and for Ukraine itself, by the way. In diesem Programm haben wir Menschen eine Stimme gegeben, deren Meinung selten im öffentlichen Diskurs berücksichtigt wird. Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Ich mache mir Sorgen um die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Freiheit und die Demokratie am Leben zu erhalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge.